Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. In der letzten Folge haben wir Sebastians Schwester besucht, Anne, die von einem fürchterlichen Fluch betroffen ist. Und ja, Sebastian möchte so gerne diesen Fluch aufheben. Wir wissen allerdings noch nicht, wie es geht, aber wir haben ein paar Sachen rausgefunden. Es hat mit schwarzer Magie zu tun, dunkler Magie, vielleicht auch alte Magie. Wir wissen es noch nicht. Mal sehen. Wieder hinkommen. Ach, das sind die Truhen. Genau, bei diesen Truhen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das hier funktioniert. Lumos. Nein. Warte, den müssen wir kurz neu verteilen. Und zwar, den. Lumos. Lumos. Reparo. Und das nochmal. So. Dann nehmen wir beim anderen hier, machen wir jetzt was Cooles hin. Ne, warte mal, bei dem haben wir unsere ganzen fetten Zauber. Jetzt würde ich es besser finden, wenn wir den hier hin haben würden. So, und hier packen wir dann noch so andere Sachen hin, wie. Der ist eigentlich ganz gut. Den. Den zum Ranziehen. Ah, Expelliarmus wäre aber auch nicht schlecht hier eigentlich, ne? Den machen wir hier nochmal Expelliarmus hin. Und ja, passt doch. Genau, aber hier bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns bei denen ranschleichen können, wenn wir unsichtbar sind. Weil die können uns ja nicht sehen. Von der Münzen. Haha, danke. Ja, easy peasy. Haben wir ein Auge, weil klar, dass es dann irgendwie so laufen muss. Gut. Ach ja, wir müssen uns die. Wir sollten uns vielleicht mal die Aufträge angucken. Ganz weit oben. Triff Nettie beim Schloss Falverton. Oder Unterrichtsstunde Astronomie. Okay. Im Schatten der Blutlinie. Sprich, weiß ich nicht. Das heißt, wenn du weiter, wie sich in der Nähe. Warum muss gehen? Okay, lass uns einmal gucken, wie es mit Sebastian Weil geht. Das ist mir auch schon ganz wichtig. So, wo sind die denn? Da oben. Lauschen wir mal deren Gespräch. Huch, können wir auch hier längs gehen? Eine Truhe. Ah, ist drin in die Truhe, okay. Ich dachte, jetzt sind wir hier. Ist sie nicht. Ah, warte mal. Das können wir schon lösen, das Rätsel. Wisst ihr noch, wie es funktioniert? Wir berechnen mal aus. Also 21 soll die Zahl geben. 11 ist das schon. Das heißt, die Zahl da oben, das ist die 2. Dann sind wir schon bei 13. Es fehlt also eine 8. Und die 8 wäre dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Wäre ja die Spinne, also müssen wir hier die Spinne hinsetzen. Boom, 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 boom. Da ist die Spinne. Wo ist das andere Teil? Das ist 17. Und da haben wir dann die Zahlen 9. Okay, und 5. Sind wir bei 14. Es fehlt also die 3. Also müssen wir da den dreiköpfigen Drachenkopf hin machen. Wir müssen mal gucken, wo das Ding ist. Revelio. Da oben, okay. Also den dreiköpfigen Kopf dahin machen. Besser? Kann man runterspringen? Yes. Und dann können wir auch hier rein. Perfekt. Gut, dann wollen wir weiter mal gucken, was wir Sebastian verfolgen können, damit wir wissen, warum die beiden guten, besten Freunde sich gestritten haben. Oh, ich dachte, ich könnte rausrollen. Geh auf. Hier ist ja auch wieder irgendwas, aber... Das Rätsel kann ich nicht lösen, weil die Dinger hier hinten noch nicht so richtig funktionieren.
Bestimmt öffnen die Zahnräder nicht. Hm. Muss man die auch anzünden, warte mal. Contingo! Jetzt kann man das benutzen. Okay, pass auf. Dann machen wir das nochmal. Ich muss kurz die Symbole kennen. Die waren noch irgendwo zu sehen, die Symbole. War das hier? Genau. Also, hier haben wir... Das Symbol hat die 3. Das hier hinten. Das machen wir mal kurz. 3. Ins Zentrum. So, hier ist das Symbol drauf. Was hat das für ein... Was für das für eine Zahl? Die 1. Okay. Die 1. Die 1 hat er schon. Gut. Dann gucken wir hier nochmal. Hier ist das Symbol drauf. Und da steht drauf die 2. Haben wir auch schon eingestellt. Die müssen wir auch mal machen. Und das ist das... Meine 4. Da gehört die 4 dran. 3 und 4. Wow. Okay. Wollen wir die Höhle des... Wie kann man das Schreckens öffnen? Gibt's hier ja leider nicht, ne? Sieht aber fast so aus, oder? Oh, hier haben wir was gefunden. Rebellion. Da haben wir auch was übersehen. Okay, und da ist... Oh, das ist eine ganz große Truhe. Oh. Ah, wir haben irgendwas für den Hals bekommen. Krass. War das jetzt das ganze Geheimnis? Aber ist ja schon mal nicht schlecht. Müssen wir auf jeden Fall nachher im Glockenturm mal gucken, was das ist. Jetzt hier im Glockenturm. Im Raum der Wünsche. Sehen, was das ist. Das ist schon ziemlich cool hier. Ah, ist nicht so schwierig, das Rätsel, ne? Aber trotzdem. Hätte ich schon vorher machen können, wenn ich daran gedacht hätte, dass ich das einfach mal anzünden kann. Aber das habe ich nicht. Oh, hab ich gleich jetzt mal gleich zuhören, ne? Hier oben müssen die auch irgendwo sein. Alter. Oh, okay, hier gibt's schon ein Bankett. Muss ich die belauschen, oder? Nee, ich kann direkt mit ihm reden. Ich kann nicht mit Sebastian reden. Warum geht das nicht? Sprich mit Sebastian. Kann ich mit ihm sprechen? Was bei? Sebastian und uns wurden dabei, wie sie sich in der Nähe großartig geschnitten haben. Ich sollte herausfinden, worum es geht. Das sollte ich eigentlich nicht machen. Ach, guck mal. Jetzt weiß ich ja, warum ich das letzte Mal dieses Viech gesehen habe. Warum kann ich mich... Womit habe ich das verdient? Kurz. Das ist ein bisschen komisch gerade. Also, wir speichern das mal. Warum kann ich mit ihm reden, frage ich mich. Okay, ich lade mal kurz nochmal nach. Vielleicht... Jetzt nochmal ein lädt das Level. Denn vielleicht ist ein Fehler im Bug oder sowas. Mal gucken. Die
Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Jetzt kann ich mit mir reden, okay. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich möchte mehr darüber erfahren, wenn du es mir erzählen willst. Ich sage es auch nicht weiter. Also gut. Aber das bleibt unter uns. Natürlich. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Crucio, richtig? Der Cruciatus-Fluch. Auch Folterfluch genannt. Er fügt dem Opfer unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte, aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Wie entsetzlich. Armer Ominous. Er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Immerhin. Gut. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Okay. Und wir gucken uns die nächste Aufgabe an. Und zwar müssen auch hier, würde ich auch ganz gerne mal machen, aber schaffe und teste Unsichtbarkeitskrank. Übe in der Nähe des Zinn das Fliegen, Arresto Momentum oder Pflanze und Ernte Flussgras. Was machen wir als erstes davon? Wir müssen ein paar Aufgaben machen eigentlich, ne? Okay, also ich glaube, wir machen mal... Ich würde ja schon ganz gerne mal die neuen Alomora, die neuen Dinge auch können. Das heißt, ich muss hier irgendwann mal die Dimgeis-Mode machen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich glaube, wir machen heute mal diese Aufgaben alle hier. Pflanze und Ernte Flussgras, das machen wir jetzt. Und um das zu finden, müssen wir reisen, und zwar nach Hogsmeade zu, wie heißt denn der nochmal da, der hier war das, ne? Eine magische Rübe, da eiern wir mal hin. Ich finde das schon wichtig, dass wir die Sachen auch mal können, dass wir die abgrasen können. Auf geht's nach Hogsmeade. Hier darf ich nicht fliegen. Stimmt, hier darf ich gar nicht fliegen. Ich finde schon eine Lösung. Wo war die magische Rübe jetzt? Oh, los geht's. Warte, war das ja nicht. Schup. Hallo. Also, weiß nicht, was war. Bitte, schauen Sie sich in Ruhe um. Flussgras-Samen, die kaufen wir. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Malvenkraut-Samen, kaufen wir auch mal. Weißt du, ich kaufe jetzt alle Samen hier. Ist auch nicht so schlimm. Die kaufen wir wohl auch, die Malvenblätter. So, was ist das? Auch mit. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann.
Sie haben einen guten Blick für Geschäftliches. Sieht gut aus. Nicht schlecht aus. Was ist noch drin? Kann wegmachen. Kann wegmachen. Gut, da haben wir genug Kohle. Jetzt müssen wir noch einmal kurz. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Beschaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Was sind die Kampfpflanzen? Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Alle drei Kampfpflanzen, haben wir die alle? Niemand kann behaupten, meine Regale wären. Was habe ich das hier? Das ist der Kaukohl. Die Pflanze haben wir. Und was muss ich denn machen? Schau mal und nutze sie zeitgleich. Okay, ich teste das einfach mal hier. Hallo, ich bin gleich für Sie da. Okay, das war jetzt nicht so schwierig. Haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir... Pflanze und Ente plus Gras. Das können wir in oben in unserem Labor machen, wollte ich gerade sagen. Oder auch direkt in Hogwarts, also beim Labor oder bei uns im Turm. Das ist die Frage, wo wir es machen wollen. Machen wir es mal hier. Da. Dann gehen wir schnell unten runter. Wir machen den Astronomieturm, besuchen wir jetzt noch nicht Astronomiekurs. Erstmal runtergehen in den Raum der Wünsche. Identifizieren und Pflanzen. Jetzt werden wir schon hier, können wir natürlich den Astronomie-Unterricht auch mitmachen. Aber lass uns einmal hier runtergehen, in den Raum der Wünsche. Können wir zu den Tieren rausgehen, ganz kurz, das einsammeln. Ja, es ist ein bisschen, heute ist ein arbeitsreicher Tag. Wo, hier müssen wir rüber? So, Topf leeren. Dann pflanzen wir jetzt hier. Okay. Falsche Topfgröße. Verdammt. Können wir einen größeren Topf hier hinzaubern? Testen wir mal. Nein. Was ist das denn? Drei kleinen Töpfen. Ach, da. Okay, wir haben keine größeren. Töpfe können wir nicht haben. Wo könnten wir das denn pflanzen, frage ich mich gerade. Oder beziehungsweise, wann kriegen wir die? Zu kaufen bei Wälzer und Schriftrollen. Wo kann ich das hier kaufen? Zu kaufen bei Wälzer und Schriftrollen. Dann müssen wir zu Wälzer und Schriftrollen mal. Das machen wir gleich. Ich kann nicht glauben, wie viele Tierwesen sie haben. Und dann können wir vielleicht hier, wenn das nicht geht, dann können wir auf jeden Fall Dings einpflanzen hier. Malvenkraut. Ein bisschen Dünger reinmachen. Ja. Gut. Und dann gehen wir hier rüber zum... Sie sollten stolz auf all die identifizieren. Perfekt. Jetzt gehen wir nochmal hier rein. Wir streichen unsere Tiere.
Nein! Nein! Was war ich denn gemacht, ich Depp? War dumm von mir, gerade das Viech da angeschossen. Nochmal. Schon Futter kriegst du auch nochmal. So. Und jetzt. Geh zurück. Und dann zum Webstuhl. Und nee, warte, erstmal umziehen. Und dann zum Webstuhl. So, guck mal hier rein. Und den haben wir noch den, okay. Und dem. Und das kann eine Verbesserung machen, deswegen lassen wir den. Dann müssen wir das lila Ding eigentlich nehmen. Verbrennen. Müssen wir den nehmen. Gut, und hier beim Outfit. Okay. Gut, jetzt können wir hier mal reden mit denen. Bitte reden, sag ich schon, hier diesen Webstuhl benutzen. Jetzt gucken wir mal, hier bei meinem Kopf könnten wir doch eine Verbesserung anzeigen. Das können wir machen, aber jetzt lassen wir erstmal die Eigenschaften betrachten. Zerstörung verbrennt 3. Kann ich jetzt da reinmachen? Ah, ist zu mächtig für das. Okay, es geht natürlich noch nicht. Aber das geht. So, hier ist auch schon Schaden drin. Könnte noch was, das fette Ding. Fehlt uns aber die Knieselfell, fehlt uns da. Okay, können wir noch nicht machen. Geek findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Oh, ich bin mega stolz. Gut, dann machen wir jetzt nicht eine Verbesserung, weil ich glaube, man kriegt noch bessere Sachen und deswegen die ganze Zeit das zu machen macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Sollen wir hier noch einen Trank machen? Okay, hier wird das Ding noch leider gemacht hier, da können wir noch nicht so viel machen. Aber wir müssen ja was pflanzen, das heißt, wir können in den. Ach, na sag schon. Wie heißt denn das? Naja, dort, wo Pflanzen gemacht werden, hier unten. Da können wir doch rein, kurz mal. Wenn, dann können wir auf jeden Fall diese Flussdinger da pflanzen. Ich weiß nicht, wie groß der Topf da ist. Vielleicht können wir es auch gar nicht machen, weil unser Topf zu klein ist. Kann natürlich auch sein. Siebter Malvenkraut. Kann ich das echt nicht? Ich brauche dafür. Falsche Topfgröße. Liebe Frau Bollinger, wir. Okay. Okay, die Topfgrößen sind noch zu klein. Die dauert wahrscheinlich. Vielleicht können wir mit ihr mal reden darüber. Könnten Sie mich an den Zweck meiner Aufgaben erinnern, Professor? Natürlich. Professor Weasley hat mich freundlich darum gebeten, Ihnen einige Aufgaben zu geben, damit Ihre Studien auch außerhalb des Klassenzimmers gedeihen. Wenn Sie alle abgeschlossen haben, kommen Sie zu mir, damit ich Ihnen Flipendo beibringen kann. Pflanze und ernte Flussgras. Wie soll ich das aber machen?
Mangels meiner Samenpflanze könnte ich magisch rühren. Mein Handbuch wird mich nicht durch diese... Nicht, aber mal die Karte. Okay, das habe ich gemacht. Mangels meiner Samenpflanze könnte... Okay, haben wir. Aber wo kriege ich denn einen größeren Topf her? Revelio. Kann ich gar nichts machen, würde ich sagen. Sieht immer so noch aus. Tatsächlich. Na gut. Dann müssen wir. Können wir doch nicht weitermachen irgendwie? Aufträge. Weil ich kann das Flussgras nicht machen. Dann machen wir diese Aufgabe. Über der Nähe der Zinn, das Fliegen. Das kriegen wir hin. Das ist, glaube ich, nicht so schwierig. So. Muss irgendwo draußen sein hier. Da muss ich ganz hin. Okay, dann haben wir hier das Ding genommen. Ne, habe ich nicht, ne? Dann bin ich geflogen. Okay, dann müssen wir gucken, was am dichtesten dran ist. Wahrscheinlich das hier. Dann machen wir das und gehen wir dahin. Das ist ja ärgerlich. Nervt mich gerade ein bisschen. Weil der Flipendo hätte ich schon ganz gern gekonnt. Aber weiß ja nicht, warum das ist. Ein nettes kleines Örtchen. So. Die sind, glaube ich, nicht gemeint da, ne? Wo könnte sein, ne? Dass es da anfängt? Doch, tatsächlich. Na bitte. Okay, das haben wir. Und einmal nach da hinten fliegen. Oh, können wir da auch schneller hinkommen? Das ist ja am Arsch der Welt. Nee. Ah, okay. Da können wir hier hin eiern. Da habe ich jetzt keinen Bock, da hin zu fliegen. Das ist ja am Arsch weit. Dann machen wir es lieber so. Darin vorzukommen. Ach guck, ich bleibe auch gleich beim Fliegen. Wie cool ist das denn? Ich dachte, steht er jetzt, aber. Ja, guck mal hier. Oh, gut getroffen noch. Genau so. So, haben wir geschafft. Und jetzt zurück zu Madame. Das ist jetzt echt gerade abgerasen, die Quests hier, ne? Aber ich will die auch irgendwie hinter mich haben. Ich habe keine Lust, da jetzt noch so ewig dran rumzuwursteln. Wo ist sie denn hier? Da. Bin ich ein bisschen froh, wenn wir damit durch sind. Man will die auch loswerden, die ganzen Questreihen. So. Huch da. Willkommen zurück. Sind die auch... Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das Zeug von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schnatz, heißt es. Was das betrifft, haben sie sich als fähiger Sucher erwiesen.
Üben wir uns in Arresto Momentum. Cool. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffle während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Okay. Präzise, bewusste Bewegungen. Sehr gut. Und dann darf ich wahrscheinlich wieder üben, ne? Ja, ne, darf ich nicht üben. Doch, ein Büchern. Sehr gut. Sie soll. Ja, mach ich jetzt auch. Zauberspruch so oft wie möglich üben. Vielleicht noch bevor Sie. Arresto Moment. Sehr gut. Weiter so. Sehr gut. Gut, gut. So, welche Quest hatten wir noch? So, gehen wir hier Aufträge. Dann hatten wir noch hier die von Professor Sharps. Beschaffe und teste Unsichtbarkeitstrank. Professor Sharp möchte, dass ich Donnergebräu gegen einen Gegner erprobe. Außerdem soll ich auch noch einen Unterrichtsunsichtbarkeitstrank testen. Ich weiß, dass ich Zaubertränke und Rezepte bei Zaubertränke finde. Mein Handbuch wird mich nicht... Okay, gut, das machen wir mal. Die machen auch die Aufgabe. Dann lass uns mal nach Hogsmeade eiern. Gehen wir mal hier hin. So, Drehpunkt. Und hinfliegen. So, ich hake das jetzt alles ab, da ich will da durch mit der Scheiße sein. Nein, aber es ist so, die Nebenaufgaben müssen ja gemacht werden und man will ja auch die neuen Zaubersprüche haben. Deswegen führen alle Wege nach Hogsmeade. Anders kann man es ja gar nicht machen. Oh, hier ist er. Willkommen. Hallo, ich habe ein bisschen Kohle, vielleicht kann ich was. Wissen, wenn ich helfen kann. So, erstmal verkaufe ich was hier und zwar kannst du alles haben, was ich hier habe. Das verkaufe ich auch. So, und jetzt Donnerbräu kaufen. Eine Weise. Und Unsichtbarkeitstrank. Vielen Dank. So, jetzt ist aber die Frage, was brauchen wir dafür? Ich könnte die wahrscheinlich auch direkt hier kaufen, ne? Da. Donnerbräu kostet 1000. Und Unsichtbarkeitstrank kostet 500. Die Frage, was man für die Rezepte braucht, mal gucken. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Er hat den Mund. Pass mal auf. Wir könnten die auch kaufen, ne? Dann sind wir schnell damit durch. Aber ich glaube, ich habe die Rezepte ja auch. Ich könnte sie auch selber kochen, wollte ich gerade sagen. Backen. Ach, weißt du was? Ich habe jetzt auch keine Lust, da jetzt rumzueiern. Wir kaufen es aber bei ihm jetzt. Wie kann ich heute behilflich sein? Wir brauchen mal den. Eine weise Entscheidung. Und die Vielen Dank. So. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Ich muss jetzt Donnerbräu gegen einen Gegner erproben. Außerdem soll ich noch eine Unsichtbarkeit testen. Okay. Unsichtbarkeitstrank können wir ja leicht testen. Wenn wir hier runtergehen. Okay. Gut. Naja, es war, glaube ich, trotzdem nicht schlecht, dass wir Rezepte haben, denn damit können wir natürlich vieles machen. So, jetzt müssen wir einmal. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Revelio. Wo hat er denn den Demigeist gesehen? Ich komme bloß nicht hier rein, weil ich kein Schloss öffnen kann. Okay, wir machen es anders. Wir müssen erstmal zu den Gegnern. Wir rennen einmal aus Hogsmeade raus, wo wir irgendwo Gegner finden und die machen wir dann platt. Mit Gibt's dem Donnergebäude. Einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Man weiß es nicht. So. Bestimmt durch die Gegend, irgendwann finden wir schon einen Gegner. Da. Yeah.
Der Sieg kam keine Sekunde zu früh. Okay, dann gehen wir zurück zu Professor Sharp. Können wir auch direkt über unsere Karte wieder machen. Da ist Professor Sharp? Ja, okay. In deiner Nähe, ne? Und dann haben wir auch schon die Aufgaben erledigt. Bloß wo kriege ich einen größeren Topf her? Was haben Sie jetzt vor? Ja, die stürmen mich rum. Okay. Nee, muss ich runter, ne? Sehe, dass der Pfeil nach unten geht. Gewesen, dass ich bei dich da dran gewesen. Haben Sie die Aufgaben erledigt? Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Okay. Zauberstab bereit machen. Mach ich. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn sie mich auflassen. Sehr gut. Es scheint, als hätten sie Defindo im Griff. Ich möchte sie noch mal anhalten hier im Klassenzimmer. Um ihrer selbst... Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. So. Perfekt. Gut, wir haben einen Talentpunkt mehr bekommen. Den müssen wir gleich einsetzen, den guten Talentpunkt. Denn... ist besser bei Zauberschulung. Habe ich da was Neues, was machen kann? Bin ich, ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? So. Finde ich ganz gut. Gut, so, wir haben noch Zeit für ein kleines Aufgabelchen. Gucken wir mal, was wir noch haben an Aufgaben hier. Aufträge. Und. Okay, Pflanze und Ernte plus Gras. Haben wir noch nicht geschafft. Warte mal. Ist das, was ich habe? Ist denn das Flussgras, was ich habe, oder was ist das anderes, was ich gekauft habe? Gucken wir gleich nochmal. Demis Geist machen wir auch nochmal, aber jetzt machen wir erstmal. Okay. Wir machen die Unterrichtsstunde in Astronomie. Genau, wir gucken mal ganz kurz nochmal hier. Hier könnte ich auch was pflanzen, wenn ich schon hier bin. Rebellion. Da ist mein Topf. Ah, nee, kann ich auf jeden Fall. Ja, soll ich einen neuen Trank machen? Und zwar mache ich mir jetzt mal hier den. Das Donnergebräu geht nicht. Und sie kann ich mal machen. Machen wir mal. Ich werde ihn jederzeit abholen hier. So, wir müssen Astronomieunterricht. Können wir aber auch hocheiern schnell. Aufträge. Nein, da hoch ist es. So. Das nehmen wir noch mit, finde ich. Dann wollen wir mal rein. Abenteuertour? Gekreuzte Stäbe war ein Riesenspaß, oder? Ach so. Und deine Karte ist der Drache. Wie aufregend, schätze ich.
Dir steht wohl ein Abenteuer bevor. Ich habe auch die... Ich muss nämlich aber die schlechtesten Klamotten an, oder? So Panne aus. Meine Damen, Professor Shah, Astronomie ist kein Wahrsagen. Sie finden die Geheimnisse des Kosmos weder in ihren Handflächen noch auf dem Boden von Teetassen. Leider bleibt den Blauäugigen der Himmel verborgen. Wenn sie sich nun aber der beharrlichen und sorgfältigen Beobachtung widmen, erhaschen sie vielleicht einen Blick. Nehmen Sie daher bitte Ihre Teleskope mit. Heute sind wir auf der Aussichtsplattform. Sie haben noch keines? Sie können nicht für immer der Neue sein, ja? Teilen Sie mit Mr. Takar. Hier, ich kann das für dich einstellen. Nein, nein, stellen Sie es scharf. Selbstständig. Oh, mal fokussieren hier. Oh, guck mal. Das ist ein Stern. Gut, ich erwarte, dass Sie auch außerhalb des Unterrichts die Sterne beobachten. Ist das klar? Aber Professor, es ist eiskalt. Kälte hielt die großen Sterngucker von damals auch nicht auf. Sehen Sie sich nur die Astronomie-Altäre an, die sie im ganzen Hochland aufstellten, wo sie vor Jahrtausenden genau dieselben Sterne beobachteten. Ist das klar? Oh. Sie können gehen. Genau. Spannender Unterricht mal wieder. Hallo. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Amit. Ich bin quasi ein Astronomie-Experte. Hallo, Amit. Schön, dich kennenzulernen. Habe ich Professor Shah richtig verstanden? Du hast kein eigenes Teleskop? Ich habe noch ein zweites, das ich dir leihen könnte. Was nett. Das ist sehr nett von dir, Amit. Bist du sicher, dass du es nicht brauchst? Ja, klar. Es ist mein altes. Ich habe endlich das neue Celestia Contemplor. Du hast sicher davon gehört, oder? Ich meine, natürlich hast du das. Es ist ja nur das absolut beste Teleskop, das man bekommen kann. Aber mein altes Modell ist auch nicht übel. Koboldglas, erstklassige optische Verzauberungen. So ein exzellentes Gerät sollte nicht als Staubfänger enden. Also ich... Danke, Amit. Gern geschehen. Das Teleskop steht im Lagerraum direkt unter uns. Nichts übersehen. Auf mich wartet unten... noch etwas zu lesen. Komm danach zu mir und bring das Teleskop mit. Ich möchte etwas mit dir besprechen. Das ist bestimmt wieder irgendwas, womit wir irgendwas Cooles machen können. Also, was Cooles in dem Sinne, dass man vielleicht irgendwelche Verzauberungen hier drin hat. Oder Rätsel hier drin, die man lösen kann. An diesen Dingern vielleicht, ja? Das wird es wohl nicht sein. Geh noch kurz hoch. Professor Shah ist so kalt und distanziert wie die verfluchten Sterne, die wir kartieren sollen. So. Ich habe von diesen merkwürdigen Steinaltären im Hochland gehört. Vielleicht hat Professor Shah davon gesprochen. Hä? Hey? Ach, hier. Ach, guck mal. Wie es jetzt hier auch noch runtergeht. Da ist es. Das ist sein altes Teleskop? Sieht brandneu aus. Aus dem Denkarium. Oh, die perfekte Nacht zur Sternenbeobachtung. Das muss man. Ja, mal gucken, was er will von uns. Ich habe das Teleskop. Es ist schöner, als ich dachte. Einem angehenden Astronomie-Genie würde ich doch kein drittklassiges Lunarskop anbieten. Aber, da ist noch etwas. Ach ja? Worum geht's? Erinnerst du dich an die Astronomie-Altäre, von denen Shah erzählt hat? Ich habe ganz zufällig auch etwas über sie gelesen. Und anscheinend gibt es sogar einen hier in Hogwarts. Ich glaube, damit könnten wir verborgene Sternbilder finden. Und du brauchst also Hilfe beim Suchen? Ja, bist du dabei?
Vom Koboldsteinclub will niemand mitkommen. Sie meinten, sie würden lieber von Steinen angespuckt werden als... Na, alles Feiglinge. Lass uns gehen, solange die Sterne zu sehen sind. Ich zeige dir dann auch, wie du das Teleskop benutzt. Versprochen. Cool. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Los. Klasse, du wirst es nicht bereuen. Wollen wir? So ein Nerd. Oh. Der Altar ist an einer Schlossmauer da vorne. Suche nach einer Steinplattform. Etwas, was da nicht hingehört. Wir erkennen ihn schon, wenn wir ihn sehen. Dann mal los. Es heißt, die Standorte der Altäre wurden einst von Zentauren zur rituellen Sternbeobachtung markiert. Wo rennt er längst? Es ist schön, die Sterne mal in Gesellschaft zu erforschen. Lumos, ich bin gerne hier. Es tut gut, mal den Klassenraum zu verlassen. Das stimmt. So gruselig ist es hier draußen nachts gar nicht, was? Der Koboldsteinclub ist feige. Ehrlich? Ich muss jetzt hier vorpreschen? Warum führst du uns nicht an? Wenn du willst. Es sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Oh, sicher. Nur nicht so sauber, wie ich erwartet hatte. Confringo! Mehr Spinnweben? Du glaubst doch nicht, dass hier Spinnen lauern. Ach Quatsch, doch nicht so nah bei der Schule, Amit. Das Sternbild sollte in der Mitte deines Blickfelds erscheinen. Ja, du das. Ach, jetzt muss ich die richtige Position von dir finden. Sobald du das Teleskop ausgerichtet hast, können wir unsere Sternkarte ausfüllen. Das sieht ja aus wie das Ding hier, oder nicht? Oh. Die Leier. Ich hatte recht mit den Altären. Sie sind tatsächlich Tore zu weit entfernten Galaxien, wie im Buch. Und dein Beitrag war von unschätzbarem Wert. Ich werde dich auf jeden Fall in meine Memoiren erwähnen. Danke, Amit. Ich freue mich schon darauf, sie zu lesen. Ich auch. Und ich mich darauf, sie zu schreiben. Das ist erst der Anfang. Du findest mehr von diesen Altären auf dem Gelände und im Wald. Sie warten nur darauf, von einem würdigen Astronom entdeckt zu werden. Also ganz klar von jemandem wie dir. Und was mein altes Teleskop angeht, du musst es nicht zurückgeben. Behalte es ruhig. Das ist sehr großzügig. Danke. Ach, gerne. Es besteht aus Koboldglas und trägt eine Inschrift in Koboldogak. Ich spreche Koboldogak praktisch fließend, weißt du? Es kommt vor allem auf die Kehllaute an. Und das R muss locker von der Zunge rollen. Freut mich jedenfalls, dass dein Abenteuer erfolgreich war. Er muss locker von der Zunge rollen. Wie im Spanier. Gut. Oh, haben wir schon wieder das erreicht. Okay, neue Herausforderung freigeschaltet. Finde Astronomie-Altäre. Immer schön, den Astronomieturm bei Nacht zu sehen. Was für ein Anblick. Gut. Aber das soll es gewesen sein für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Ja, tschüss, ne?